Groß im Kleinen. Ostereier von Jörg Kugelmeier. Seinen Pinsel aus Eichhörnchenhaar tunkt der Porzellanmaler zuerst in Terpentinöl und dann in eine seiner Metalloxidfarben. Jörg Kugelmeier beherrscht seine Kunst geduldig und liebevoll. Mit stets ruhiger Hand bringt er behutsam die Farbe auf das glatte Porzellan. Ein 8 cm großes Standei erhält seine außergewöhnliche Dekoration. Groß im Kleinen. Als Vorlage hat sich der gebürtige Sachse ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert ausgesucht. Stimmungsvolle Landschaften sind die große Leidenschaft von Jörg Kugelmeier, der seit 7 Jahren im oberbayerischen Lenggries lebt und arbeitet. Es ist ein Traumberuf, eigentlich schon deswegen, weil man eben selbstständig arbeiten kann, weil man kreativ sein kann. Und für mich mit Sicherheit auch, weil es ein sehr schöner, ruhiger Beruf ist und weil man sich versuchen kann darzustellen mit dem, was man macht. Ich selber war eigentlich schon immer mehr so ein Perfektionist. Ob das bei den Bastelarbeiten als Kind war oder eben jetzt mit der Malerei, das hat man irgendwo in sich und braucht man auch ganz dringend für diesen Beruf. Das Ei ist für uns ein besonderes Objekt. So wie für viele andere Menschen im Prinzip auch eine Bedeutung da ist, dass es eben ein Zeichen von Fruchtbarkeit oder ein Symbol für neues Leben ist. Genauso ist das für uns ein wichtiges Objekt, wo man sagt, das liegt auch sehr gut in der Hand. Und jeder Mensch kann irgendwo auch mit dieser Form was anfangen. Es ist natürlich schwierig, eine Landschaft auf das Ei rundum zu gestalten, weil es ein endloses Bild ist. Und normal hat jedes Bild, was ich als Vorlage nehme, einen Anfang und ein Ende, links und rechts. Und hier jetzt die Verbindung zu schaffen zwischen diesen beiden Enden, das ist eigentlich so die Besonderheit der Bildermalerei, eben auf diesem Ei Landschaften in Bilderform zu malen, in Gemäldeform zu malen und zu übertragen. Das ist eigentlich schon was Besonderes auch für mich. Kommst du gut vorwärts? Doch, geht gut. Jörg Kugelmeiers Frau Petra ist auch Malerin. Die beiden lernten sich während der Ausbildung in der Meißner Porzellanmanufaktur kennen. Die Künstlerin hat sich auf Blumen, Früchte und Tiere spezialisiert. Jörg Kugelmeier schätzt das gemeinsame Arbeiten sehr. Es ist eigentlich ein ganz schönes und besonderes Gefühl, weil ich mit meiner Frau eine Arbeit mache, die uns erstmal sehr nahe bringt, wo wir fast jeden Tag miteinander arbeiten können. Wir können uns gegenseitig unterstützen in der Arbeit, die wir tun, und auch fördern. Das macht eigentlich unsere Zusammenarbeit aus und das finde ich schon sehr, sehr gut. In einem Ofen müssen die Werke während der verschiedenen Phasen des Malprozesses, der bei einem Standei bis zu 4 Tage dauern kann, immer wieder gebrannt werden. Die Metalloxidfarben, mit denen wir malen,
Sie werden bei 850 Grad auf der Glasur verschmolzen in diesem Ofen. So ein Brand dauert ungefähr um die 8 bis 12 Stunden. Und dann ist die Farbe eigentlich abriebfest. Die Landschaftseier sind halt von der Sache her etwas aufwendiger und benötigen manchmal sogar 4 bis 5 Brände, mit dem Goldbrand jetzt eingerechnet. Wenn das Porzellan wieder abgekühlt ist, tragen die Künstler eine neue Farbschicht auf. So können sie dem Bild Tiefe geben und die Brillanz der Farben erhöhen. Kurz vor den Osterfeiertagen fährt Jörg Kugelmeier jedes Jahr zum Schaumalen nach München. Das ist eine gute Möglichkeit, Liebhaber der Porzellanmalerei auf sich aufmerksam zu machen. Immer mehr Kunden kommen auch über das Internet, wo die Kugelmeiers vor 3 Jahren eine Homepage eingerichtet haben. Zudem beschert der Eintrag in eine weltweit abrufbare Liste der internationalen Porzellanmaler den Künstlern vermehrt Aufträge aus dem Ausland. Härtle Tischkultur ist seit über 30 Jahren eine kleine, aber feine Adresse in der Münchner Residenzstraße für hochwertiges Porzellan, Silber und Glas. Alle führenden Manufakturen sind hier vertreten. Die Geschäftsführung fördert junge Künstler. So ist auch Jörg Kugelmeier hier ein gern gesehener Gast. Der Porzellanmaler muss sich freilich etwas umstellen, reagieren doch die Farben empfindlich auf die veränderten Temperaturverhältnisse. Mit einem speziellen Bleistift für glatte Porzellanoberflächen hat er sich bereits ein neues Landschaftsmotiv vorskizziert. Nun konzentriert er sich auf die Farbgebung. Doch lange bleibt Jörg Kugelmeier nicht alleine. Bald werden die ersten Interessenten auf ihn aufmerksam. Eine Chance für den Porzellanmaler. Denn nur wer weiß, welche Arbeit in den bemalten Eiern steckt, kann ihren Wert auch wirklich schätzen. Was ist das Rote? Das ist ein Radiergummi, praktisch für meine Farbe. Damit kann ich kleine Fehler auch mal korrigieren, wenn ich es gerade frisch gemacht habe. Viel Liebe zum Detail steckt Jörg Kugelmeier in seine Werke, die bis zu 1.300 Euro kosten können. Dadurch, dass man die Stücken sehr selten macht, also dass es wirklich Einzelstücken sind oder Unikate, fällt jeder Abschied schwer. Dann wünscht man sich von Herzen, dass das Teil in gute Hände kommt, zu einem richtig guten Sammler, der die Arbeit auch ordentlich zu schätzen weiß.